Wir Grünen, wir sind die Stimme der ökologischen Modernisierung in Sachsen-Anhalt und die Stimme für eine moderne Gesellschaftspolitik. Und als Landesvorstand haben wir die Aufgabe, unsere progressiven Programme weiter fortzuschreiben. Das heißt, Christian und ich und Olga und Britta und Kathleen und Levin und Matze stehen gemeinsam mit der Fraktion und mit der Ministerin dafür ein, dass Sachsen-Anhalt ökologischer, zukunftsgewandter und offener wird, als es bisher war. Und das ist wirklich eine gute Zusammenarbeit. Ich schätze es sehr, dass ich, die ich ja natürlich ein bisschen innerhalb der Fraktion und mit den anderen Koalitionsfraktionen auf Pragmatismus achten muss, die ich darauf achten muss, dass ich mich mit den anderen Koalitionspartnern auch auf einem Level bewege, dass wir tatsächlich den Koalitionsvertrag gut umsetzen können. Dass auf der anderen Seite Susan und Christian als Vertreter des Landesvorstandes immer auf die klare grüne Linie achten und auch immer mal ein bisschen vor sich hertreiben. Und im Zusammenspiel erreichen wir, glaube ich, und bin ich mir sicher, und das zeigt auch das erste Jahr, sehr viel an grüner Programmatik in und für Sachsen-Anhalt. Auch wenn es mal schwieriger wurde, dann sind wir euch zur Seite gesprungen und haben mit euch die Suppe ausgelöffelt. Und ihr habt natürlich auch nicht nur euer eigenes Süppchen gekocht, sondern uns immer mit dazu geholt und mit uns grüne Politik gemacht. Ein Jahr LAFO, was bedeutet das? Das heißt, ein Jahr Unterstützung für die grüne Umweltministerin in Sachsen-Anhalt. Ein Jahr super Unterstützung für die grüne Landwirtschaftsministerin in Sachsen-Anhalt. Ein Jahr Unterstützung für die grüne Energieministerin in Sachsen-Anhalt. Ein Jahr Unterstützung für mich und ich sage, danke, lieber LAFO. Das hat gut geklappt und das wird die nächsten 4 Jahre auch super klappen. Und ich setze mich dafür ein, dass grüne Themen in den Vordergrund kommen, dass wir grüne Themen unter die Leute bringen, was manchmal schwierig ist, neben den ganzen administrativen Arbeiten, die wir natürlich haben, da wir in der Landesregierung sind. Für mich ist das Thema Gerechtigkeit bzw. globale, humane und soziale Ungerechtigkeiten ein wichtiges Thema für meine Arbeit im Landesvorstand von Sachsen-Anhalt, aber auch für die Bundestagswahl 2017. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Es war ein sehr spannendes Jahr und ich bin auch sehr optimistisch, dass das kommende Jahr nicht langweilig wird. Ich freue mich richtig auf den Wahlkampf. Ich freue mich drauf. Es wird kein Spaziergang, das wissen wir. Aber die Klimakrise macht keine Pause. Das Artensterben macht keine Pause. Und globale Gerechtigkeit wird mit jedem Tag dringender. Und von daher lasst uns ab morgen volle Kanne in den Wahlkampf ziehen. Es sind noch 14 Wochen. Das ist nicht übermäßig lang. Wir werden die Zeit brauchen, um für unsere Position in diesem wirklich nicht leichten Wahlkampf zu werben. Gemeinsam packen wir das.